irgendetwas draus schlüpfen kann. Wir waren auf dieser Straußenfarm und haben uns dort informiert, wie es eigentlich aussieht. Und wir haben auf das Video 2700 Likes gesammelt. Und einer von euch hat mir geschrieben, ich soll mal so ein Straußenbaby kaufen. Machen wir so. Wenn dieses Video 5000 Likes erreicht, dann werde ich mal überlegen, so ein Straußenbaby mir zuzulegen. Einer hat geschrieben, wir sollen mal als nächstes Löwen besuchen und mal so ein Video über Löwengeburt machen und wie die Löwen eigentlich leben. Ja, gehen wir mal zu den Straußen. Für was dieses Loch da ist, haben wir ja schon geklärt. Was das hier ist, haben wir auch schon geklärt. Und jetzt wollen wir wissen, wie so ein Straußenbaby eigentlich auf die Welt kommt. Wie so ein Straußenbaby aussieht, seht ihr hier. Ich habe das ja auch im letzten Video schon gezeigt. Die Kleinen sind echt süß. Die sind wirklich klein, aber wenn man bedenkt, dass die eigentlich erst 4 Tage alt sind, dann sind die eigentlich riesig. Schaut mal, das liegt bei mir auf der Hand und meine Hand ist kleiner als dieser kleine Küken. Echt heftig. Aber die Straußen werden ja auch über 180 Kilo und über 2 Meter groß. Das ist echt heftig, Leute. Schaut mal, diese Tabelle zeigt an, wie man eigentlich erfahren kann, ob in diesem Straußenei ein Straußbaby ist oder nicht. Und dann kommt sowas Schönes auf die Welt. Heute zeige ich euch, wie diese kleinen Babys eigentlich zur Welt kommen und wie aus so einem kleinen so ein riesiger wird. Wir haben mit dem Züchter geredet und er hat gesagt, damit ein Straußenbaby schlüpft, muss man ihm nachhelfen. Wir nehmen so eine kleine rote Schale und unseren Straußenei. Den Straußenei müssen wir ganz vorsichtig einschlagen an eine Kante, weil die Schale so dick ist und der Kleine es nicht schafft, selber aus diesem Ei herauszukommen. Deswegen schlagen wir es jetzt ein, brechen diese ganze Schale auf, aber ganz vorsichtig, damit der Kleine ja nicht verletzt wird. Dann werden wir schon sehen, da ist drin so eine Schutzfolie, kann man eigentlich sagen. Da drin befindet sich das Straußenbaby. Guckt mal, da ist sein Kopf. Wir ziehen den Kopf gleich ganz, ganz vorsichtig raus. Das Wichtige ist, wir müssen den Kleinen an den Schnabel packen, damit wir ihn ja nicht verletzen. Und danach werden wir diesen kleinen, neugeborenen Strauß in einen Inkubator reinlegen. Leute, ist der Kleine nicht süß? Bevor wir ihn in diesen Inkubator reinlegen, müssen wir erstmal sorgfältig überprüfen, ob der auch gesund ist und ob mit denen alles in Ordnung ist. Der Doktor macht es kurz und wir wollten nicht filmen, was er gemacht hat, weil das sieht nicht so appetitlich aus. Naja, legen wir ihn mal rein zu seinen Geschwisterchen. Schaut mal, da sind schon 2. In diesem Inkubator wird er jetzt die nächsten 3 Tage liegen bleiben. Seht ihr bei den kleinen Straußen diesen aufgeblasenen Beutel, was die da haben? Nein, das ist nicht so wirklich der Körper. Das ist eigentlich Fruchtwasser. Das brauchen die, um zu überleben. Die nächsten 3 Tage füttern die sich nur noch davon. Mann, 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 sind die Kleinen niedlich. Übrigens, ein Strauß kann eigentlich seinem Baby auch helfen, auf die Welt zu kommen. Der schlägt dann die Schale durch und zieht ihn genauso raus. Schaut mal, wie riesig diese Dinger sind. Einfach unglaublich, das ist echt heftig. Für alle, die nicht wissen, was dieser Geräusch bedeutet, so lockt er Weibchen an. Dann rennen die zu ihm her und die wissen, das ist der Herr im Stall. Krasse Sache, Leute, die Natur ist echt ein Wunder. Habt ihr Bock auf mehr solche Tiervideos, wie die entstehen oder wo man diese Tiere finden kann? Dann gib diesem Video einen Daumen nach oben und schreib mir das in die Kommentare. Und ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein und bis bald. Ciao.